Ich bin wieder hier, in meinem Revier. War nie wirklich weg, hab mich nur versteckt. Willkommen zurück zu Rockman 7 Famicom. Und nein, ich habe es nicht vergessen. Es heißt nämlich Lockman. Nein, na, Famicom. Ja, ihr habt gewählt mit einer unglaublichen Beteiligung von 2 Stimmen über 4 Monate. Und von daher dachte ich mir dann so, ja, warum auch nicht? Ich habe wieder Internet, ich bin wieder da, jetzt geht's wieder los, jetzt haben wir wieder Spaß hier auf diesem Kanal. Nicht nur gegen eine Lehre. Nicht, dass es hier auch überhaupt was anderes außer gegen eine Lehre geben würde, aber hey, ich bin wieder da. Hallo, Sweetheart. Ja, was habe ich denn gemacht? Ich war in meiner Offscreen-Pause, muss man fast schon sagen, sogar mal richtig produktiv, da ich ungelogen sogar ein extra Projekt mit aufgebaut habe, beziehungsweise ein extra Projekt während meiner Offscreen-Pause, während meines internetlosen Urlaubes, dann tatsächlicherweise mal was aufgebaut habe, weil ich habe die Zeit genutzt, um ein Spiel anzufangen, das schon mehrere Jahre, sage ich jetzt mal, auf diesem Kanal geplant ist. Jetzt scheinbar dank neuer Hardware, die gar nicht neu ist, sondern eigentlich nur die Software darauf, sogar deutlich besser funktioniert. Weil Onkel Ule hat sich natürlich auch sein Perfect Run versaut. Nein, Onkel Ule hat es hat sich einmal Windows 8 geholt und ja. Yay? So? Ich habe mir Windows 8 geholt. Ich musste es mir leider holen, da ich sonst eines der ganz künftigen Projekte gar nicht mehr spielen konnte. Außerdem habe ich mir komplett mein .NET Framework zerschossen gehabt. Bis auf keine Reparaturmöglichkeiten mehr. Außer natürlich übers Internet neu runterladen. Aber ja, habt ihr schon mal versucht, wenn ihr ein sehr schlechtes Netz habt, hier da, wo ihr wohnt, über das drahtlose Netz eures Smartphones etwas aus dem Internet herunterzuladen, das tatsächlich mehrere Dutzend Megabyte groß ist? Ich glaube, nein. Was anderes sage ich dazu nicht, außer nein. Also, ja, es ist gut, wieder hier zu sein. So gut, ich habe euch so vermisst. So, genug Hohn für eine Folge. Ich habe euch so vermisst. Vor allen Dingen den Final Messenger Bernd. Den habe ich mitgekriegt. Den Witz habe ich mitgekriegt. So, ab und an ein paar Videos gucken ist ja noch drin. Aber den Final Messenger Bernd habe ich natürlich besonders vermisst. Auch wenn er sich dieses Video hier nicht anguckt. Weil er dumm ist. Weil er doof ist. Nicht dumm. Entschuldigung. Er ist doof. Burstman. Tatsächlicherweise für mich einer der schwersten Gegner im ganzen Spiel. Ich krieg den Kerl nicht kaputt. Ihr wollt nicht wissen, wie viele Aufnahme-Sessions ich schon an dem verbraten habe. Yeah! Ich glaube es ja wohl nicht. Cool, so geht das also. Wow. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, wie ich ihn machen soll. Thank you.
Yeah. Schade. Ich dachte schon, der erste richtige Anlauf, wo ich dann wieder mein ganzes Recording, mein Setup und alles zusammengekriegt habe, funktioniert dann auch. Ich dachte es. Ich irrte. Tatsächlicherweise ist er deutlich schwerer als der Burstman aus der Original Super Nintendo Version. Way, Freundchen. Yix! Uah. Anfällig gegenüber zwei Angriffen sogar. Einmal der Scorch Wheel. Nein. Lass mich in Frieden. Beziehungsweise dem Burning Wheel sowie dem Freeze Cracker. Oh. Fuck! Ich hasse ihn. Ich kann ihn nicht. Ich bin ganz ehrlich. Ich kann ihn auf den Tod nicht. Er ist für mich wirklich der schwierigste Gegner im Spiel. Bis dato. Weil ich kann ihn nicht. Er ist mir einfach zu heftig. Yay! Yay! Oi! Das war dumm! Aha, das Bewegen macht also das Problem aus. Ahahaha! Fuck you! My God, and my God, and my God, and la 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 la. Warum freue ich mich so, wenn ich einen Danger Rap gekriegt habe? Boom, boom. Cool. Ja. Ich sehe euch dann in der nächsten Folge von Lockemans. Lockermann, nein, na, von Mikon.